Geht. Wir sind wieder da mit Deathloop, durch den Loop, der zweite Teil. Der erste war ja ganz witzig, hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt im Hintergrund verändert, jetzt wird in Schwarz mit Akustikschaumstoff, andere Beleuchtung, ein bisschen hochwertiger, ein bisschen professioneller. Aber lass uns nicht babbeln, wir fangen einfach an. Gespannt. Was gespannt. Also gut, was hast du? Wolltest du eine Antwort? Ich will wissen, ob du herausgefunden hast, wer du wirklich bist. Das ist leicht. Ich bin ein Trinker, manchmal ein Säufer, Mann der Insel. Alle kennen mich, alle hassen mich, geschickt mit einer Knarre, bin humorvoll, hab Stil und... Warum tragen hier alle scheiß Masken? Du hast dein kleines Hackerman-Dings vergessen, aber du schaffst das schon. Hackerman-Jig. Und ich hab's satt, nach deiner Pfeife zu tanzen. Jetzt bin ich am Zug. Okay. Alle einsteigen. Tutu. Lass den Quatsch. Nee, nicht. Ach, vergiss es. Nächster Halt, Sicherheitsbüro. Tutu. Okay, wir gehen jetzt mal hier mal. Wie lang? Ein Schneemann. Peng. Too fucking cold. Okay. Wir haben unsere coolen Akimo-Waffen parat. Das hier, hier ist ein Auto. Okay. Auf jeden Fall, das habe ich gelesen, soll sich ändern von der Tageszeit. Dann ist hier zum Beispiel kein Auto mehr, sondern irgendwas anderes. Oder das Gun zum Beispiel. Das ist interessant. Die Straße runter. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Wie war das? Nach unten muss ich machen. So, geht gerne auf Druckfühlung. Okay. Oh, meine Machete wird nicht zerhacken! Hat nicht zwei gelassen für mich, Arschloch. Fast das Paradies. Naja. Weiß nicht, was soll das? Einfach Ausstattung. Wer ist er? Nee, das hat denn das passiert, einfach Ausstattung. Okay. Hinten am Hafen. Was? Hm, das ist gar kein schlechter Gut. Ich sehe dich! Oh! Perfekt. Karte, check. Kann mal jemand die Musik ausmachen, Mann. Frank ist weg. Spice hat das Gebäude verlassen. Hast du uns jetzt alle ausgeschlossen? Was ist denn mit dir los? Erst wolltest du keine Tafel, dann hast du schade die Class-Pass-Dinger anfertigen lassen, damit wir um dich herum unsere Tafel nicht nutzen können. Ha? Hast du Angst vor uns? Oder hast du den Sinn dieser ganzen Sache nicht wieder von mir zu auf Tür sein? Harriet. Was ist das? Oh, ich wollte ja nicht schießen. Ich wollte endlich mit der Machete zuhauen. Grüß sie mit einem Lächeln. Ja, jetzt. Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, ich wollte es aktivieren. Perfekt. Hier sind die Ameisen. Nachladen. Ah ja, hier gibt es hier Munition, so ein Munition-Ding. Ist immer gut. Dein Kaliber, Großkaliber. Oh, da gehe ich gleich hoch. Berg ist weg, die Show ist aus, Beiß hat das Gebäude verlassen. Nichts, was ich benutzen kann, nichts, was ich lesen kann.
Da geht's auch weiter. Boah, ey. Ich lass mal hier hoch, mal sehen. Ja, sein könnte, dass hier was versteckt ist oder so, aber ist nicht. Dann schauen wir, was hier ist. Hier ist nichts. Okay. Egor ist ein Idiot. Gut. Sicherheit. Schön, dass ihr festpackt. R1. Weg mit euch. Hier liegt was. Perfekt. Nehmen Sie nehmen, brauche ich nicht. Okay. Dann pirschen wir vor. Cold Vane, Head of Security. Ich war der Head of Security. Scheiße, was? Okay. Ich was gehört, wa? Wird wahrscheinlich jemand drin sein. Es heißt, okay, LEP. Wo ist das LEP? Ja, mit. Das hier, großes Waffensiegel. Die Turnfähigkeit der Visionäre. Ich hasse jetzt in der Forschung schon immer, was hältst du davon? Okay. Spiel das ab. Kein Wunder, dass sie mich umbringen wollen. Scheiße. Magazin ist voll. Der Captain Kill. Oh. Ja, na. Achso, hier, Knopf drücken. An unsere fleißigen Partner, vielen Dank für eure unermüdliche Arbeit bis jetzt und in alle Ewigkeit. Euer Blut und Schweiß fließen durch die Adern dieser Insel. Doch lassen wir die Unterscheidung, so, ob Sponsor oder Partner, Captain, Kreuzfahrt, auf Black Reef sind wir in der Wohnung ab dem... Jeder von euch bekommt eine Masse. Jeder kennt doch diese Zahlen. Die 1, die 4, die 1 und die 6. Okay. Ja, vielleicht können wir den Code ein bisschen ändern. Neue Mission. Eine Mission da. Ist alles ganz neu ist. Oder auch nicht. Was heißt, ich habe alle meine Nummern rausgeworfen. Platsch. Hab dich wohl. Postscript und so, dieses LDP, das du dir ausgedacht hast, ist ein Gedicht, was du mein, in deinem Kopf hast. Ist ein kleines Wunder. Lass dir nichts anderes reinlegen. Okay. Also, vielleicht wie viel Wissen ist Fortschritt. Habe ich, musst du daheim dann von einem Auto drücken, an dem du den Code eintragen hast. Zum Beispiel. Dann holen wir uns ab dem Zucker und das Schätzchen öffnen. Was war das jetzt? 1416. Moment mal, das LEP ist von mir? Das heißt, es ist in meiner Wohnung. In Scheiß Abdam. Okay, 1416. Dann wir zurück. Wo steht jetzt über Kill hier? Oh, was ist hier? Oh, interessant. Gucken wir mal nach hier kurz. Da ist Todeszone. Okay. Nicht viel. Okay, das ist ja nicht so doll hier. Wahrscheinlich dann, wenn du eine andere Tageszeit nimmst, dann. Scheiße! Scheiße! So, hatten die was? Sechs Knifte.
Ne, okay. Okay, ich kann zerstören, aber es reicht ja nicht. Wahrscheinlich dieses LEP ist das, was ich brauche. Und naja, gut, können wir jetzt mal zurück. Na, das, was ich. Oder? Ich weiß ja nicht, wo ich denn hier lang muss. Ah, ich will jetzt nicht schon wieder so schnell weg, weil. Ja, da sind noch zwei, aber viel mehr ist jetzt auch nicht wahr. Hier oben vielleicht? Auch nicht. Ja gut, dann gehen wir jetzt halt zurück erstmal. Kleine Häppchen schneiden. Hab ich gemacht, so ähnlich. Okay. Hier habe ich natürlich auch noch nicht die Waffe, wa? Ist hier wieder Gott in die Welt, oder was? Schritte. Guck. Ist hier noch was? Ich werde sehr viel mit suchen und so. Ach so, Batterieladestation. Ah, cool. Ja, die Dinger, also vielleicht mit diesen LDP, da kann ich das dann benutzen. Da ist noch so ein Ding. Ich will echt gerne wissen, was das ist, ey. Echt gespannt. Mal hier. Sieht so aus, dass ich erstmal was machen kann. Ne. Vielleicht zu einer anderen Tageszeit. Na gut. Jetzt gehen wir mal zurück. Aussichtlich. Zack. 5, 3, 2. Okay, dann ist es da abdammen wieder. Timer war es auch wirklich mal ganz schön wichtig. Das heißt aber nur, dass sich die Leute umso härter auf den Kicker haben. Okay. Überlebt. Ohne zu sterben. Hier ein bisschen Klabums. Okay, meine Karte von Abdam. 1,46, genau. Harriet Morris, okay. Ich möchte die Waffe verbessern. In der Magazin passt mehr Kugeln, mehr Spaß, erhöht die Feuerrate der Waffe etwas. In der Magazin passt mehr Kugeln, dann mache ich das hier mit rein und Feuerhagel. Erstmal. Die Waffen lasse ich wieder hier. Ah ja, dann kann ich hier sehen, was ich habe. Ich habe zwei, die hier im Vierfinder. Ich brauche dieses Automatikgewehr noch. Die sieht krass aus hier im Totenkopf. Hier habe ich immer noch nichts. Hier ist es wahrscheinlich damit LEP oder so, weil ich es benutzen können. Okay. Ab dann. Bei Nacht diesmal. Jetzt habe ich wieder meine Wohnung. Gut. Und das eine Haus da, da war ja voller Waffen und so, aber war auch richtig, da wurde ich auch einmal gestorben auch. Richtig viele Waffen waren da. Waffen und Waffen. Juliana, bist du da? Ist doch egal.
Männer. Ich weiß deinen Namen noch. Scheiß drauf. Am Abend. Das sollte meine Abdauer auf der Hut sein. Das Versicherung zu den Schulen sind in Domstunden fällig und abgesperrt. Bitte feiern, bei Nacht sind die Straßen voll. Kann ich irgendwas hacken? Der Hai. Spuck's aus, verdammt. Okay, okay. Die beste Stelle, um das Feuerwerk zu sehen, ist neben der Bühne. Wie bitte? Das war alles. Stirb bitte. Oh, kann ich irgendwie. Das spektakulär. Ich friere mir den Arsch auf der Suche nach Kota. Hoffe, das wird spektakulär. Wir sollten ihn lebendig ans Feuerwerk fesseln. Was? Es muss einen anderen Weg geben. Vorschlag. Ja, nein, ich kann wahrscheinlich, ach Mist, 5, 3, 3, 2, wahrscheinlich die andere Seite auch benutzen, wa? Aber ich will nicht immer durchschießen. Jetzt einmal mal auch hier, oh. Du willst Feuer, dann nachts entschärfen. Okay. Kann ich was mitnehmen? Nee. Oh Mann, ey, das war natürlich nicht geplant. Na gut, also wieder mit Ballern. Warte mal, wie konnte ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich wieder auf Akimbo wechseln. Ah ja. Oh. Alter, geht die ab, die Waffe. Junge. Was ist das schon? Ich hatte eher noch was Interessantes. Nee. Mach ihre Maschinen kaputt. Verdammte Scheiße. Hallo! Die habe ich gebraucht, oder? Ich weiß nicht, scheißegal. Hey! Den schneide ich jetzt einfach weg. Die habe ich gebraucht, die Waffe. Okay, ich brauche Leben. Aber ja, easy. Die Limp habe ich aber auch nicht mehr. Oh, die Pfeffermühle, die brauche ich. Pfeffermühle hat sich auf jeden Fall nach dem, was ich brauche. Was ist denn das? Delivery. Das war die Bibliothek, ja? Okay. Oh, ein Feuerwerk. Kann ich mich heilen? Perfekt. Okay. Hallo? Ja, na klar. So, ich
Da wäre ein Rückweg oder so, weiß ja nie was, da kommt noch. Besser als gehört mir als jemand anderen. Mann, die Reichweite ist aber echt. Könnte weiter sein. Oh, der Akimbo. Oh. Kuckuck. Das war knapp. Kann ich hier rein? Nur noch kein Strom. Das Feuerwerk ist keine natürlich zünden zur Ablenkung, aber. Wir haben ja fast alle getötet. Dann nicht. Die Freunde des Hackers. Was zum? Hä? Oh nein, meins, das gehört dein geliebtes LP mir. Ich bin einfach zu schlau, zu schnell, zu stark. Du bist immer noch genauso lahm und langweilig wie immer. Ich bin nicht mal böse, nur enttäuscht. Ich weiß, dass du das besser kannst. Oder du kannst dich ins Knie ficken. Mir egal, mach was du willst, alte Viviane. Hey, ich melde mich, nicht du. Wo ist mein LEP? Ich bin noch nicht fertig. Das ist meine Show, nicht deine. Ich hab hier das Sagen. Du willst raus? Nur über meine Leiche. Was ist das? Irgendeine feindliche Jobübernahme? Der Sicherheitschef schützt den Loop. Das Gegenteil von dem, was auch immer du gerade tust. Cool, dann mache ich einfach deinen Kram. Das war irgendein Mistschreiben für so ein paar Flachspaten und ich... Da will wohl jemand Hallo sagen. Ich bin noch nicht fertig. Habt die Türen verschlossen, damit ihr nicht gestört werdet. Welche Tür? Zu deinen kleinen Tunneln. Tolle Sache, echt. Und alles verdanken wir dem Captain. Jo, warte. Fuck. Verdammt. Du sperrst meine Tunnel? Dann muss ich sie wohl entsperren. Du kannst das eindringen. Er kann in deinen Distrikt kommen und Jagd auf dich machen. Sobald sich in deinem Spiel findet, werden die Tunnelanlagen versperrt. Öffnen sie wieder, indem du die Funkantenne vorthackst. Du kannst es auch mit dir aufnehmen, um deine Prisen wieder aufzufüllen. Ja, dringt nur unsere Distrikte mit Visionären ein und man kann pro Loop ganz oft deine Zeitlinie eindrehen. Aber cool, wenn es hier welche Waffen noch gibt oder so, wa? Leg die Antenne, um die Tunnel zu öffnen. Ich würde die gerne einfach wegballern. Und die meisten Männer haben Tafeln dabei, die ihnen über eine natürliche Fähigkeit verleihen. Wenn du die Tafeln der Vision benutzen willst, musst du sie ihnen erst abnehmen. Tafeln werden in der Nebenwand ausgerüstet. Drücke nach oben, um zu oder zwischen Tafeln zu wechseln, oder halte da oben gedrückt, um ein Rad mit einem mitgeführten. Ah, da! Nehmen wir zurück, das drückt da oben ein Rad, damit die Tafel zu öffnen. Die Tafel nutzen eine als kraftbezeichnete Ressource, die durch die blaue Leiste in der Bildschirmecke angezeigt wird. Aber du kannst die Tafel mal verbessern, indem du die Dimension, die sie trägt, erneut abnimmst. Okay, erstmal entsperren wir den Tunnel. Oh, das dauert auch ein bisschen jetzt, ja? Besitzt irrsinnige Fähigkeiten, so viel Überreste an einer Tafel ab. Mach ich. Hat die hier was? Wenig Munition, das ist nicht so gut. Hier ist nicht, doch hier, achso ja. Tüte wie in dem Tafel, du verbesserst ihr Fähigkeit, wenn du die gleiche Tafel neu spielst. Ach. Du hast den Punkt auf der Erlänge über dich in den Blickrichtung zu bringen, halte er zurück, um einen genaueren Ort festzulegen. Das ist ja cool. Ach, und da oben links das Ding ist das. Okay, man kann aber nicht überall hin.
Sehr cool. Ich will dann mehr von denen töten. Wenn ich einen Sonnen deckt, alle Gegner im Gebiet irgendwie das System in der Nähe. Dann kannst du so einen Sonnen hacken. In diesem Fall wird deine Position nicht mehr durch sie erfasst. Achso, ich hab das falsche Gerät ausgewählt, deswegen. Stirb endlich! Nein! Ach Mensch! Das wollte ich jetzt hier nicht. Ihr kleinen Pisser da unten. Also mit dem Teleport, das lief jetzt gerade nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Was ist das? Nee. Weg. Da war noch so ein Ding, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also die Alte ist tot jetzt. Ah, ich hätte gerne ein paar Visionäre. Still wie ein Grab. Warum? Ich will Leute töten. Ich hab den Code nicht für das Tastenfeld. Aber vielleicht kann ich einfach rüberspringen. Nicht gierig werden. Brauche ich nicht. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Aber der hat ja so eine coole Akimbo-Waffe gehabt. Flüstern zwischen wir und uns. Naja, gut, okay. Also. Gibt ja eine Menge Gänge und sowas, aber irgendwie. Gut, Wasser anmachen. So, komme ich da jetzt hier so rüber? Ah, jetzt wäre die Kraft vorbei. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Da war es jetzt sehr einfach. Der Lupus hast du verwendet, dass er verlässt, beginnt wieder der Monk. Du hast dich an. Was? Mann! Stand da! Jetzt weiß ich nicht, was da stand, Mann. Ich habe nicht so schnell genug gelesen. Okay. Ja, keine Ahnung. Also, Lupus ist fast vorbei. Du lässt dich dann an nichts mehr. Keine Ahnung, ich muss mich überraschen, was jetzt passiert. Jan hat mir erst am Ärmel als so flotte Sprüche. Ein Loop endet und ein weiterer Krater am Strand beginnt. Ach, muss ich jetzt vom Strand wieder beginnen? Ach so, ich kann viermal spielen: morgens, mittags, abends, nachts oder so. Und dann starte ich an Dings. So, du wurdest von einem Geschütz wieder gemäht. Ein weiterer Sieg für den Captain. Ja, man, okay. Frank lässt den Abend Feuerwerkstein. Die Lieferstation Abdamm steht auf einem Platz. Okay. Die Bibliothek hat im Laufe des Tages von meinen Versagen 500 Blut für sie, dass am Morgen alles wieder da ist. Ah ja. Na stark. Sehr cool. Okay. LEP. Tresor. Ich muss vor ihr da sein. Dann krieg ich das LEP. Bitte seine Knarre.
Scheiße. Meine Waffen sind weg. Ich hoffe nicht, dass meine geile Waffe jetzt weg ist. Das wäre riskantlos. Gleicher Tag. Das heißt, ich weiß schon, was passieren wird. Ja. Ich bin's leid, an diesem Scheißstrand aufzuwachen. Was? Soll ich das jetzt etwa jeden Tag bis in alle Ewigkeit machen? Die Visionäre. Warum? Wollte ich sie beschützen? Voreinander? Vor Juliana? Colt, wo bist du? Colt, Colty, Coltyline. Was willst du denn? Sehr beeindruckend. Ich klatsche mit einer Hand. Kleiner Tipp. Nimm beide dafür. Dann steigen auch die Opferzahlen. Du hast mich erwischt. Aber willst du wirklich jeden hier töten? Nicht effizient. Und schlecht für dein Gewissen. Ich fühle mich bestens. Danke der Nachfrage. Und wenn du nochmal sowas abziehst, dann wird es wieder so enden. Ja, willkommen zurück. So, ich mache hier noch kurz einen Facebook-Post. Ich kann das hier kurz nebenbei machen. Sehr gut. Hier lang. Ja, es ist noch ein bisschen langsam alles, ich weiß, aber. So, 5, 3, 3, 2. Ah, da kann man automatisch vervollständigen machen. Naja, das ist ja natürlich geil. Dann müssen wir nicht immer das selber hier reintippern. Tag. Genau, Tag. So. Hey, Kaisen Biggest Fan ist auch im Stream. Hey. So. Okay, jetzt war ja voll und ganz da. Großes Waffensiegel, Maheta. Ich alles ja bitte, stell dir vor, du vergisst jetzt hier irgendwas. Dann ist shitty. Dann ist die verpackt. Und hier ist eine Tafel. Okay. In die Wohnung rein. Zum Tresor. MLP. MLP. Den Loop brechen. Den Loop brechen. Auf geht's. Werd mich nie dran gewöhnen. Mhm. Auf die Scheune hier. Komm, zack ich. Eine Erfahrung oder so ähnlich. Ja, hat dein LP schon und du kannst sie immer noch zu brauchen. Ja, das gibt man nur schwer in den Schädel. Das Lob. Okay. Teil bis ans Mini-Kommission. Was ist hier? Neu, da, ab dann. Wenn jetzt hier am Feuerstein der Station steht auf dem Platz vor dem Bibliothek. Okay. Achso, das ist auch zu jeder Tageszeit da. Das war, da angezeigt quasi wann. Karlsbucht war ich noch nicht. Okay. Nein, meine Waffen sind weg! Es ist alles weg, aha! Aber auch das Ding, was ich jetzt geklaut hatte mit der Teleportation, wa? Dann lohnt es ja gar nicht so krass jetzt. Ah, ich bin jetzt hier, ne? Und so scheinst du mir das gerade zu ändern. Neues Ziel für Kurt, die neue Schreibt, dass du in Asset in der Freien wieder zu hören, deinen Gehgang erhöhst. Mit der Alkoholzungsseite wird das Ziel zählen. Okay. Kann ich nichts machen? Die Prise bleibt, das bleibt. Nein, da ist es ja dann. Das ist schon doof, weil sie jetzt so eine coole Waffe gehabt und die verbessert. Na gut. Und Hinweise bleiben ja wenigstens.
Alles ruhig hier. Expand the mind. Vielleicht woanders lang? Warum? Ihr Glückskinder habt den schönsten Ort der Insel gleich um die Ecke. Boah. Die Bibliothek. Macht euch bereit zum Ballern. Zweifler, großkotzig, engstirnig, ignorant. Okay, 0,5,3, was ist das für ein Timer da? Was passiert in 5,5 Minuten, frage ich mich. Ich hab leider auch nicht genug irgendwas, um alle zu töten, wa? Ich würde eigentlich gerne alle abdrehen. Dann geh ich mal lieber die hier lang. Die Bibliothek, ich bin wieder drin. Der kann ich nicht entschärfen. Mist. Ha. Ach, sind das vielleicht alle, die ich getötet habe? Aber so viele sind es ja gar nicht. 2, 4, 6, 7. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Dann steige ich mal ein bisschen lang und gucken, ob wir schöne Waffen kriegen. Hallo? Zack. Großes Waffensignal oder so, oder was auch immer stand. Achso, ich muss das Ding hier umhacken. Ah! Also wenn ich hier immer starte, dann könnte ich ja immer meine Waffen, sag ich mal, holen. Und dann geht's erst weiter quasi. Nicht gierig werden. Ich will lieber die haben. Magazin ist voll. Das ist alles voll, was ist das hier? Feuerwerkskörper. Hast du das Leben verloren? Das ist die Scheiße? Tatsache. Dann schummel ich mich hier vorbei. Was ist das? Wird ein Skorpion? Hier liegt noch was Interessantes. Papier. Brauche ich nicht. Nehmen wir mit. Die Stradak. Schritte? Dafür habe ich mich eigentlich nicht gemeldet. Nur die Stradak. Da ist ein komisches Ding wieder. Oh, der Vierfinder, der ist. Ja, ich bin den Vierfinder, der sieht da einen guten Wummer aus. Skorpion wieder.
Mal sehen, wie die hier ausgerüstet ist. Und dann geht's weiter. Strollack. Die sieht auf jeden Fall ordentlich aus, die Bombe. Okay. Hauen wir ab. So, okay, wir wollen nicht voll geladen. Geht's raus, sehr gut. Digga, du sollst hier raus, Mann! Da ist hoffentlich bereit für die nächste Runde. Ja, bist du's? Ja, schnell rein, ja. Perfekt. Aber vielleicht ist hier jetzt was Neues. Wer ist das? Anscheinend kommt hier keiner mehr in der Wohnung rein. Okay. Ja, macht euch den Tresor. Kann ich jetzt auch offen, okay? Denk immer dran. Woran? Schade, aber wir haben hier was, irgendwie was Neues liegen wurde oder sowas. War gut. Der Schlüssel, du kannst das beenden. Okay. Automatisch vervollständigen. Ich wollte aber was anderes. Luke hat uns bekommen. Der Visionär sind, die Visionär sind der Loop. Der Loop besteht nur, solange sie alle leben. Wenn die Visionäre bedroht, bedroht den Loop. Wenn innerhalb eines Loops alle Visionäre sterben, wird der Loop sich der Vision durch zusammen. Keine Partys mehr, keine Experimente, kein ewiges Leben. Okay, bei der Analyse eurer Interessenbüros und Trips könnt ihr euch für alle Visionäre erhebliche Schwachstellen identifizieren. Alex ist große Versammlung im Dorse anwesend. Ab dann. Charlie Spielleitung bei seinem Live-Action-Game. Egor zurück zum Amner im Serling-Labor. Vier Darbietungen bei Farbrausch. Frank Monische Sendung aus dem Club Hot and Spice auf Fristat Rock. Harriet Venice Seminare Hangar 2 Karlsbruch Juliana. Dokumentation EON Archivbüro Abdam. Wenn ihr Riss Experiment Forschungslabor Komplex im Fall eines Sicherheitsereignisses, wenn ihr und Internisten die Schwachstellen geleitet Visionäre, solltet ihr in Kontakt zueinander vermeiden. Bis die Krise vorüber ist, selbstverständlich fällt das Jahr und Ausschalten jeglicher Bedrohung unter die Antwort des Sicherheitschefs, meiner Wenigkeit. Meine Wenigkeit. Davon abgesehen, passt auf euch auf und siehst, dass ihr wie dem Cold war, Sicherheitschef in eurem Projekt. Damit werde ich den Loop brechen. Okay. Acht Leute, ein Tag. Das ist schwerer, als du denkst. Du, ich. Okay, wie sieht der Plan aus? Was macht er hier? Acht Ziele, einen Tag. Wenn wir die Insel in die Mangel nehmen wollen, brauchen wir noch ein paar Codes was? Mehr. Nein, hör zu. Ich habe keine Zeit. Wie bist du überhaupt hergekommen? Wurdest du nicht vor zwei Loops erschossen? Oder vor drei? Also, anderer Code. Pass auf. Es gibt Tausende von uns. Oder mehr. Keine Ahnung. Aber keiner hat es bisher geschafft. Okay. Du musst besser sein als wir alle. Baller also nicht einfach wie wild rum. Aber ich baller gern rum. Du musst clever sein. Nur so bringst du das in Ordnung. Ja, ich baller gern rum. Und das? Ich mach das mit der Mangel. Wenchis Labor. Residuum ist der Trick. Macht alles einfacher. Oder mach's auf die harte Tour. Mir egal. Ich helf dir nicht mehr. Was suchst du? Warum? Du bist Kerl. Okay, dann mal los. Wendy's Labor, wie? Liegt laut LEP im Komplex. Okay. Dann kann ich auch gleich da anfangen. Das LEP mag keine Feuerkraft haben, aber es wird etwas fast auf bessere Informationen. Und zwar darüber, wo die einzelnen Wissen am verletzten sind. Vom anderen Kreuz hast du außerdem von uns noch ein bisschen ran. Wenn es forschen über etwas namens Residuum, wird dir helfen, den Loop zu brechen. Also im LDP führt Wendy Experiment in seinem Baumkomplex durch. Dein nächstes Ziel steht also fest. Okay. Aber wo hat er denn hier hingeguckt? Was habe ich nicht gelesen? Stand hier nicht gerade noch was anderes oder war das, waren das die Nägel? Hm, okay. Dann. Aber er hat so komisch geguckt, als wenn hier irgendwie was wäre, wa?
Ich wüsste gerne mal, was da drüben ist. Okay. Super geschafft. Flaschen, Flaschen, Flaschen. 4 in voller Pracht, Teil 2. Das ist mein Lieblingsbuch, Lied oder Stück. Dieses eine Lied von Frank und Charlie. Mit der Antwort sind alle zufrieden. Was musste ich unbedingt nach Black Reef mitnehmen? Was habe ich nicht mitgenommen? Eure Baumaterialien, eure Waffen, selbst die verdammten Obstkörbe! Ich habe Appa, Dana, alles dazwischen. Ich habe Hoppa und auch Pampa. Ich habe Candy und Caps. Ich habe Eis und Bliss. Eine herrlich bunte Palette zum Kombinieren, wie Farbe. Und die Liebe. Stehe ich gerne im Rampenlicht? Das Rampenlicht ist nichts weiter als ein aufmerksames Auge im Zentrum der Welt. Manchmal schaut es dich an. Manchmal sieht es dich. Aber meistens ist es völlig blind. Hat jemand da Randraum gespielt? Auch was. Da stimmt was nicht. Erwischt für die nächste Runde. Hey, wir waren Freunde. Wir waren Freunde. Ah ja, in dem Regal stand ja schon mal davor, wa? Hier war eigentlich nichts außer Munition, glaube ich. Okay, dann muss ich jetzt wieder zurück. Wo führt denn dieses Stromkabel hin? Wieder so ein Ding. Okay, da sind zwei. Mega Feuerwerkskörper. Was ist hier? Wie teile ich mir meine Zeit ein? Früh aufwachen ist die halbe Miete, Schätzchen. Dann setze ich einen Fuß vor den anderen, wie jeder andere auch. Was soll ich machen? Eine Kiste mit Feuerwerk in Karlsburg bei Harriet. Lassen wir es krachen. Ich hab ganze Schränke voller Bedauern. Aber ich fühle nicht drin rum und betrachte mich dann im Spiegel. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Das war... Scheiße, keine Ahnung, aber da war dieser Auftritt ganz am Anfang. Irgendeine Bar am Arsch der Welt, kaum Leute da. Aber die Leute, die da waren... Die waren da mit Leib und Seele. Es wurde getanzt, es wurde geweint. Einmal die Emotionsleiter rauf und runter. Da wusste ich, dass wir es drauf haben. Oh, ich dachte, ich kann ja. Obwohl, vielleicht kann ich da oben rein. Na komm, hops. Und hops. Keine Ahnung, okay, auf jeden Fall. Da ist auch das Feuerwerksdingsbums da. Was ist hier? Kein Strom. Du kannst das hoffentlich einen Plan. Schon wieder so ein Ding hier, ey. Ah ja, wir sind in der Bibliothek. Hier sind sehr viele gewesen. Du bist nie allein. Okay, die sind jetzt alle weg. Da kann ich jetzt durchrennen, ne? Ja, perfekt. Man hat da ganz gut geklappt diesmal. Denke ich. Ich töte sie alle, aber du musst sie töten, töte die Visionäre. Ja, weiß ich. Automatisch, zack. Schneller. Nicht von dieser Welt in seinem Club am Morgen. Gute Musik, Frank. Benji jeden Nachmittag in ihrem Leben. Was ist mit Juliane? Wo ist sie? Überall, aber wo? Okay.
Du hast 80 und reiche Zeit, um zu schlachten. Die erste auf der Liste Dr. Venge Event. Okay. Ja, überlebt. Wenn du gleich ein Charlie spielen, meine Entscheidung zwischen Charlie 4 am Morgen fällt, auf unseren kleinen Admin. Bestimmt kann er dir helfen, das Problem zu fixen. Kassbucht. Auf jeden Fall haben wir am Morgen Sprechstunde. Mal sehen, ob ich den Selbsthilfemeister und meine innere Stärke finde, beide zu töten. Vielleicht weiß er uns Forschungsleiterin, wie man Sachen auf mehrere Lipschen wegbehalten kann. Ich sollte mich durch ihre Waldboss und Reagenzbilder wühlen. Ja, Egor verbringt die Abende im Komplex Alexis Feld im Abdarm. Ich hätte den Gründer von ihr und seinem Kappa-Ausraum zu erfahren, sich beide töten lassen. Okay. Was haben wir mit das Loop-Erhaltungsprotokoll. Große Worte für einen simplen Zweck. Wenn alle Visionäre am selben Tag sterben, bricht der Loop. Punkt. Ich weiß, wo sie sich herumtreiben, aber es wird trotzdem nicht so einfach, sie alle zu erwischen. Zum Glück bin ich ein hartnäckiger Bastard. Na, ein Glück. Du hast es endlich gefunden und damit hast du den Hinweis, der längste Tag abgeschlossen. Hinweise gibt es nicht, zu visionieren, wieder das hier mit dem Cursor aus, um deine Arsenalhinweise zu prüfen. Omnipräsenz, wenn ich laborisiere, der Schlüssel, um diesen Loop zu brechen, wenn ich es mir zutraue. Wenn sie fast so, vielleicht weiß er uns Forschungsleiterin ja, wie man Sachen über mehrere Lipschen wegwalten kann. Wird er mich durch ihre weitere Regenzbilder fühlen? Ja. Deine Arsenal wird unterstützen dich beim Aufhören abfrieren. Mächtige Werkzeuge, die dir dabei helfen, den Loop zu brechen. Dazu gehören einzigartige Waffentafeln, die dir seltsame Kräfte verleihen und eine sehr wichtige Fähigkeit. Der Hinweis um die Präsenz hilft dir, eines der Geheimnisse des Projekts zu entschlüsseln, die Anreicherung. Willst du einen Hinweis nachgehen, dann verfolge ihn, um deine Mission zu aktivieren und dich leiten zu lassen? Wähle jetzt mit dem Cursor um die Präsenz aus und verfolge den Hinweis. Oh, ich habe den falschen ausgewählt. Die Zeit der Blick ist in 4 Tageszeiten eingeteilt: Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Während dieses Offenheits in einem Distrikt ändert sich die Tageszeit nicht, also nimm dir für deine Erkundungstour alle Zeit der Welt. Jetzt ist es Mittag, du hast den Komplex schon einmal am Mittag besucht. Später wirst du am Mittag zum Komplex zurückkehren. Oder stattdessen Abdam oder Frühstadt einen Besuch starten können. Jeder Tag bieten die Mission sich für Möglichkeiten und Herausforderungen. Das Labor von Dr. Benji Evans ist nur am Nachmittag für die Arbeit und Experimente geöffnet. Wenn du also den Ort suchen willst, wie das der andere Käufer startet, dann musst du es während dieser Tageszeit tun. Hier wird nicht nur die Hier wird nicht nur die aktuelle Tageszeit angezeigt, sondern du kannst ja auch Tageszeiten wechseln. Selbst auf Blackbush folgt die Zeit dem Uhrzeigersinn. Der Tag bleibt vom Morgen oder Mittag noch bis zum Abend. Nach der Nacht kommt wieder der Morgen. Auf wegen des Loops ist es immer der vorherige Morgen. Es ist jetzt Mittag. Also wähle das hier mit dem Cursor aus und halte X gedrückt, bis es nachmittags ist. Ah ja. Jetzt kannst du wenigstens das Labor-Komplex betreten. Wenigstens, du mach dich ans Werk. Okay. Karte habe ich schon mal. Ach, da war ich das schon. Das Ding ist es. Dr. Benjamin studiert ständig den Loop, führt ständig Selbstgespräche. Der letzte Käse auf der Torte. Wenn man allerdings Lust auf Spaß, Experimente mit wahrscheinlich tödlichen Ausgang hat, weiß ungeniert rein. Okay, Ausrüstung. Weniger Schaden, das ist gut. Ablegen. Dann weiß ich ja, wenn ich 2 Waffen mitnehme, wa? Okay. Deckungen. Abdam. 2 von Abdams nutzen Böden versuchen sich ja morgen durch eine Wand zu graben. Suchen sicher noch irgendwas Wertvolles. Ja, stimmt. Fels Feuer lagert in Karlsbucht. Okay, Arsenal. Ah ja, jetzt folge ich dem, okay. Es ist Nachmittag, als der Himmel sich zuzieht, hüllt sich der Komplex in einen schneeweißen Laborkittel und erzittert unter der pulsierenden Brillanz der Anomalie. Okay, den Komplex erkennen. Interessant, wie das aufgebaut ist, das Spiel.
Ja, weil das ist natürlich doof, wenn ich meine Waffen verliere. Zum Beispiel diese Akimbo-Waffe da, die war voll cool. Jetzt ist die weg. Finde ich nicht so schön. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Das ist ein großer Schritt, Kurt. Bist du auch bereit dafür? Was habe ich zu verlieren? Ich weiß immer, ja, was ich deine mache. Waffen, wenn du stirbst. Aber wenn du es schaffst, kannst du sie behalten. Auch wenn ich es nicht schaffe, lerne ich was draus. Also, wie behalte ich nochmal die Waffen? Die Anreicherung? Bist du nicht deswegen hier? Ich habe mir gesagt, dass ich es tun soll. Du bist nicht der Einzige mit anderen Ichs. Ist nichts Besonderes. Aber falls ich es schaffe... Ja, falls. Viel Glück. Das mit der Anreicherung klingt immer besser. Ist so. Das ist auf jeden Fall gut. Warum tragen denn alle Masken? Was soll denn das? Der einfach hingepinkelt, Schwein. Er mag die Spätschicht. Auf Erkundungstour. Nicht gierig werden. Steht für Egomane. E steht für Egomane. Scheiße! Nein! Ah! Ich hätte das Geschütz vielleicht vorher ausschalten sollen. Uiuiui, ein Leben nur noch. Ach ne, warte mal, ich bin sehr lang gegangen. Ich will da jetzt rein. Dann hacke ich die Dinger und dann gehe ich da rein. Ja, da bin ich gestorben, wissen wir. Achso, es aktiviert die Dinger, ja. Okay, Tag 1, erster Tag. Ich dokumentiere noch die Wand. Das muss ich morgen nochmal aufnehmen. Ja, also mein Weg. Also, aufgrund einer Fehlfunktion, die nicht meine Schuld war, muss ich das 22 abwürgen. Das ist er, warum ist er so stark? Entlang der Kammlinie zur Antenne J in Zone 2 und schließlich um den See herum und bis heute Abend zur Antenne Y in Zone 3, direkt vor meinem Labor. Meine einzige Sorge hier sind diese scheiß Eternalisten! Sie hören mir einfach nicht zu, sie! Ihre infantile Neugier verfälscht garantiert noch meine Ergebnisse! Igor, verschaff dir mal Respekt! Angst! 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 Okay. Du musst bei Kürzung eher stellen, Kurt Warn wieder entdeckt. So eine Einschaft in Sachen, dass er irgendwann fahren lässt, um das hier zu finden. Ja, achso, ja, das ist ja. Eh, sagten wir, dass du es endlich siehst, dein Gesicht sprach Bände, bla 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 bla. Das habe ich gelesen oder gehört. Wo denn? Peng! So. Ich habe ein bisschen Leben verloren, aber. Kann ich jetzt oben auch noch reinbauen? Ja, kann ich. Lieber deaktivieren den Bums. Was sind das? Steuerung über Rücken. Was zum Teufel ist das?
In dem Fall aus um die Sprengstoff. Ich deaktiviere lieber alle. Du hast die Effekte der Tafel auf ein unbelebtes Objekt angewendet. Und jetzt fragst du, wie man das hier wieder aufheben kann. Gegenverstand, lass es wieder davon. Ich schaue mit deiner unsichtbaren Steuertafel später an. Vielleicht kann das, was du getan hast, wiederholt werden. Und zwar gewollt. In der Zwischenzeit müsste ein Notifizierer die Tafel für heute außer Kraft setzen. Leide so viel du willst, weißt du was? Behalte sie einfach. Ein Notifizierer die Tafel für heute außer Kraft setzen. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel zu lesen. Wer das will, kann gerne auf Pause machen. Okay. Igor hat an seinen Schirm versteckt. Ein Offizier könnte sie für mich aufdecken. Igor hat Alexis so genervt, dass er von dieser Party eingeladen wurde. Alex sollte sein Offizier einfach zu lokalisieren, aber nicht so einfach zu finden. So zu Alexis Partys verschaffen. Igor hat es, kann es kaum erwarten, Ergebnisse der Experimente durchzusehen. Hat er suchen wieder etwas anderes in der Ewigkeit. Boah, wie viele Wecker. Oh, das ist eine schöne Waffe. Die nehmen wir mit. Ah, ich könnte ja auch von unten rein. Eon Slow. Soll ich das nur vorlesen oder mit meinen eigenen Worten ausdrücken? Nein, lies es genauso vor, wie es da steht. So wurde es bewilligt. Also eigentlich bin ich... Mit dir als Veteran, naja, es wäre eben hilfreich. Oh, klar, verstehe. Einzige Hoffnung. Und wie bitte? Sorry, es heißt Aeon. Aeon wie Äh. Okay. Sehr witzig. Alles klar, okay. Bin bereit. Oh, die Aufnahme läuft noch. Mist. Okay. Das Aeon-Programm ist die einzige Hoffnung. Projekt. Das Aeon-Projekt ist die einzige Hoffnung mit seinem Eternales. Scheiß drauf, ich schreib das um. Aeon ist die einzige Hoffnung der Welt für die Zukunft. Werdet auch ihr Eternalisten. Machen wir Pause. Verifizieren blockt die Effekte von Tarwin ausschließlich Reprise in einem kleinen Bereich. Drücke fehlt, um einen zu nehmen. Halter zum Aufstellen und Zusammenklappen fehlt gedrückt. Aha. Okay. Dann habe ich so ein Ding unterm Arm und jetzt? Ich kann das Ding deaktivieren. Stopp! Ich den kaputt schießen. Aha! Okay, irgendwie ist es ja alles gerade ein bisschen. Aber wenn ich hier drin sterbe, wäre das irgendwie shit. Das weiß ich schon mal. Ein kleiner Scheiß-Piss-Ding. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll mit dem Ding. Ranschleichen und erstechen. Ich muss hier nach rechts.
seine Abkürzung war. Deine Mordlust. Jetzt ist es zu spät. Also ich einfach mal weiter zu schleichen mit dem Ding war. Vielleicht hat Venge zu seiner Party eingeladen. Nee, hau ab! Ich wette, ich schleppe den jetzt ja ordentlich nicht umsonst hin und her. Aber ich kann mit dem Ding sicherlich die Fertigkeiten von der dann irgendwie aussetzen. Den schlachte ich richtig ab. Okay. Haben wir? Ich bin Modifizierer mit. Warum ist noch jemand? Okay. Das ist unverzeihlich. Okay, perfekt. Mir geht's gut genug. Ich konzentriere mich gerade. Ja, klar. Wäre auch zu schön gewesen. War was so wert? Oh, wo nehmen? Wo nehmen? Okay. Wie war das noch? Mit nicht in die Mangel nehmen? Ich habe Angst vor dem Ding, ich deaktiviere das lieber. Ich habe nämlich nicht alles ganz so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Sicherheit. Was zum Teufel ist denn das hier alles? Hab ich schon gelesen. Okay.
Alles was bis dieser krasse Null scheiß Offizierer da, da ist das Schmutz. Scheiße, wie viel gibt's denn von der, Alter? Okay, ich schalte jetzt einfach alle nacheinander aus und dann kriegt man mal, wo das damit hinführt. Und überall. Residiumforschung, okay, jetzt höre ich mir die erstmal. Gerade ein bisschen alles ein bisschen zu viel, also ich blicke nicht ganz durch. Haben wir auch. Lieber auf meiner Seite haben, als gegen mich. Den Blick bauen kann. Ah, ja. Hier spricht Dr. Wenji Evans. Als Forschungsleiterin des E.ON-Projekts wurde ich beauftragt, ein hochinterdependentes thermodynamisches System zu entwerfen, das die Nutzung der von Black Reefs Anomalie erzeugten Energie ermöglicht. Durch geniales Reverse Engineering konnte ich die Stabilisatorantenne so umbauen, dass sie die Kraft der Anomalie nutzt und in den Kern leitet. Indem ich mich mit den anderen Visionären ins Zentrum des Stabilisatorkerns begeben hatte, konnte ich diese Energie in uns einfließen lassen. Jetzt sind wir der Anker. Aha. Die Visionäre sind der Loop. Und ich kann weiterhin Feldtests über das Rissphänomen durchführen, ohne das Projekt zu gefährden. Falls unser Protokoll nicht versagt, was nun ja katastrophal wäre, sollten wir den Loop-Zustand jeden Tag erleben für ungefähr 13.565 Jahre. Scheiße. Ein Jammer, dass ich das Projekt nach 50 beende. Dies ist meine letzte Aufnahme vor dem ersten Loop. In weniger als einer Stunde beginnt der erste Tag. Es ist jetzt 23.42 Uhr. Heute ist... Egal. 1963. 63, okay. Okay, also 55.30 ist der Code. Oh, was haben wir denn hier? Okay, 55.30. Das ist er nicht. Weil ich das Tastenfeld nicht hacken kann. Kann ich hier was hacken? Ich will hier rein! Boah. Magazin ist voll. Vielleicht kann die mir ja oben irgendwas sagen. Also vielleicht spucken die dann irgendwelche Zahlen aus, meine ich. Da oben ist noch eine. Sie hat uns Ewigkeit geschenkt. Schnauze! Oh, okay, habe ich auch wieder Munition da, sehr gut. Oh, boah.
Was aber hier sehr viel hin und her gehackert. Habe ich echt was, das hier mit Dinger ist? Keine Ahnung, also ich werde es noch rausfinden. Ausgeschaltet. Weil wenn es wirklich noch hinweisen, war ich da drüben jetzt schon gewesen? Ja. Habe ich schon alles abgesucht? Mit Sicherheit. Ah ja, hier sind wir. Hm. Wo ich das Ding von reinmachen konnte. Ah, passt schon mit den Waffen. Und okay, wird er wieder raus. Hör ich zu, das wird ein Spaß. Ihre beste Laborrate. Ernten muss man sehen. Jede Saison erhält eine ganze Menge an Residium. Erfahrung des Erntens jedoch mit an Sicherheit. Grenzen Wahrscheinlichkeit tödlich. Stimmt beim Visionär besteht das Risiko, dass der Loop instabil wird. Naheliegende Lösung. Super Visionäre. Bei Riss-Experimente teilweise gelungen. Wenn mehrere Besucher einer einzelnen Person manifestiert werden, führt das Töten eines davon zur Übertragung eines Residiums von einem Besucher, was das umgehende Ernten verändert. Jede Version von mir zu töten wird, das für die Anreicherung benötigt, Residium produzieren, aber dann wäre ich tot. Inakzeptabel. Ich weiß, das letzte CD ist nicht so interessant. Geht für mich alles genau, irgendwas. Aber Kontrollen immer ganz schön versteckt und diese Kette sich für mich. Ich weiß da nicht, wo das sein soll. Ich bin ein Experiment. Achso, dieser Code, den ich ständig angefunden habe, hat scheinbar was mit ihrer Drucksteuerung zu tun. So gut, dass er in jedem anders ist. Ja, Drucksteuerung. Oh, also Erfolg beim Verankern, das gibt es in der Welt, das Anomalie, da muss ich anwenden, wenn man Spur von Schimmel. Das Fernseherum erst deutet darauf hin, dass es nicht der erste Tag ist. Bestellte Besucherobjekte bestehen nämlich aus Residium. Ein Aufschritt, die Version des Loops bestimmt die Suchbesitzer, dürfte ein unreiches Objekt zu jeder Waffe oder in einem Visionär mir verankern, wodurch ein dauerhaft über mehrere Rekursionen hinweg bestehender Besucher erzeugt würde. Der Ernter ist bereit, den Anreicher ist bereit, ich bin bereit, jetzt brauche ich nur noch einen. Residium. Ich töte alle Wenjis und benutze dieses Ding, um genug Residium für ihre Maschine zu ernten. Ergibt Sinn, ja. Tragbarer Ernter, Alter, was ist denn hier? Erkenntnisse aus den morgendlichen Ankündigungen. Der Fortschritt in den Leistungen der Eternalisten Kurt und Juliana. Ja, und zwei Wahrheiten werden offenkundig. Erstens, die Zeitschleife war längere Zeit aktiv und beide behalten ihre Erinnerung aus jeder Wiederholung, während andere, insbesondere wir selbst, sie verlieren. Jetzt unterbrich mich nicht ständig. Wenn das korrekt ist, können wir davon ausgehen, dass wir jeden Tag für eine Zeitspanne X ähnliche Beobachtungen angestellt haben. Dann haben wir unseren Fokus auf die Bewahrung von Wissen und Erinnerung gerichtet. Was bedeutet, wir können diese Zeitlinie zwar vervielfachen, haben diese frühen Phasen der Forschung jedoch eindeutig wiederholt, ohne einen Durchbruch durchlaufen. Naheliegende Schlussfolgerung, die wir sicher nicht zum ersten Mal anstellen. Daher auch diese dubiosen Experimente mit Residuum-Infusion, um in Wiederholungen Siegel zurückzuhalten. Möglicherweise gelingt es uns dann auch, uns selbst zu erhalten. Ich blicke hier wirklich nicht mehr durch. Also das ist ja jetzt hier... Munition ist wieder voll. Ich nehme jetzt hier diesen Ernter mit. Was ist das? Tragbarer Ernter. Kann ich die jetzt hier einsaugen oder was? Okay. Rat, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein wichtiges Experiment. Wie oft habe ich dir schon gesagt? Du hast mir gar nichts gesagt. Schön. Dann einer anderen, Wenji. Wir sind nicht telepathisch. Demzufolge erzeugen Raten durch logische Deduktion inakzeptablen Spielraum für Fehler. Also nein, ich werde nicht raten, was du denkst. Das ist, was ich gedacht habe. Die letzte!
Und jetzt? Den Ernter anschließen, okay, Alter, Tastenfeld. Okay, Wemgies, Hinweise für das heutige Riss-Experiment. Erstens, nach Kurz Verrat musste ich das Sicherheitssystem mit der Drucksteuerung verbinden. Sterilisation okay. wird eingeleitet, wenn der Verräter auf dem Gelände entdeckt wird. Zweitens, laut Evans Gesetz der Variation könnten sich die relevanten Sicherheitscodes in eurer Zeit an einem anderen Ort befinden. Meine liegen im Untergeschoss des Laboranbaus. Ja, das habe ich, hab ich ja schon. Aber was bringt mir das jetzt hier alles? Ballistikgeschütz. Ich drücke auf einen Hebel. Switch in progress, okay. Ja, was passiert jetzt hier? Ich blicke hier wirklich nicht mehr durch, was ich jetzt gerade hier machen soll. Achso, warte, ich war noch, was ich abspielen konnte. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Sorgfältig. Über ein effizientes und personalisiertes System aus Dringlichkeit und Nutzen. Was ich zutiefst bedauere? Es gibt zwar eine Reihe von Aufgaben, die ich hätte effektiver ausführen können. Aber Leben bedeutet auch Entdecken und Lernen. Scheitern ist ein natürlicher und notwendiger Teil davon. Wann wurde mir meine große Weitsicht klar? Ich lehne das ab. Sollte meine Weitsicht größer als die anderer sein, dann nur, weil sie ihre Weitsicht einschränken. Ach, ich muss sie auf jeden Fall mitnehmen. Ach, wahrscheinlich muss ich den Risium-Ansaugstutz. Da muss ich hin. Vielleicht kann ich den da einsetzen, wa? Jetzt schau mal. Okay. Jetzt muss ich nur noch in diese Röhre und den Knopf drücken? Scheiße, wie soll ich das denn machen? Hinstellen? Auf den Schalter schießen? Los geht's, Wissenschaft! Schießen, aber nicht eine Flasche. Ich bin also mit dem Schießen, ehrlich gesagt, müsste eine geile Idee. Und ich habe keinen Bock, das normal zu machen, aber hier gibt's keine Flasche. Den Schalter schießen. Oh Mann, ey. Da sind die da eine Kniff da. Verstehe. Oh, ich bin noch nicht drin jetzt. Jetzt zieh dich nicht so. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Der Tod ist nur ein geringer Preis dafür, die Ausrüstung behalten zu können. Bin jetzt gestorben? Warum bin ich jetzt gestorben? Du wurdest von einem Schützengebiet. Der Tod ist nur ein geringer Preis dafür, die Ausrüstung behalten zu können. Der Tod ist nur ein geringer Preis dafür, die Ausrüstung behalten zu können. Benji Evans ist tot. Okay. Hä? Die Ernte ist voll mit Wendy, die bisherige Anreicher zu geben. Die Dimension der Röhre wartet, worauf wartest du, Kolb? Du lebst nur einmal. Wenn ich Wendy töte, wird das als Residium nimmt. Dieser Schritt, jede Menge Wendys töten. Es ist Nachmittag. Abend ist ja jetzt. Bin ich wieder am Strand? Ah, ich bin ja gestorben. Jetzt müssten ja meine Waffen da sein. Das war jetzt eine Knüfte. Geklappt. Anreicherung und Residium. Du kannst das Residium ausgeben, um Waffen, Siegel und Tafeln anzureichern, damit du es über Loops hinweg behältst. Angereicherte Ausrüstungsgegenstände kehren jeden Morgen in den Arsenal zurück. Die Ernte Residium von toten Visionären und Objekten, die angereichert werden können. Ach, das ist was funkelt. Du kannst auch Waffen, Siegel und Tafeln opfern, um Residium zu erhalten. Da du Residium nicht zwischen den Loops übertragen kannst, solltest du es auf jeden Fall ausgeben. Wenn du stirbst und Reprise nutzt, lässt du dein aktuelles Residium markiert am Ort deines Todes fallen. Wenn ihr noch keine Reprise mehr übrig sind oder Tag neu beginnt, geht das Nimmtere Sinn verloren. Ah! Oh ja, es hat verdammt nochmal geklappt! Wer ist jetzt Frage. Das Superhirn? Du und ich, Baby, für immer zusammen.
Zumindest bis ich den Loop breche. Nice, okay. Entdeckungen, was ist hier Entdeckungen? Wenn ein Kunstgeschütz geht, wenn ich kann ich auf wieder schon kurz so befindet sich im Labor am Bau. Habe ich alles gemacht. Ah, jetzt kann ich meine Waffen schon mal behalten. Okay, wie soll ich dich nennen? Herr Knarre klingt sehr formell. Ah, hier, berühre mich. Knarrenbauer. Oder. Sie sind plus 250. Knarri! Nein, Tüte. Das Knarrenbauer. Geliebte Bruchbude. Ah, ja. Warum fühle ich mich auf einmal so präsent? Es ergibt keinen Sinn. Ihr seid dran. Gut, aber sind die dann jetzt tot oder nicht? Also über die Dings, das ist die Frage. Über den nächsten Loop. Mr. Kill, freut mich Sie zu sehen. Mr. Kill. Ihr Tisch wartet, Mr. Kill. Jetzt bist du der Ernter. Ah ja. Also lohnt sich das jetzt auch mal gründlich zu gucken. Aber hier unten, ich weiß gar nicht, ob hier was war. Ist voll. Kann ich jetzt von dem hier auch das aufsammeln? Nee, okay. Ist hier irgendwas? Na, bei einem erfüllenden Tag. War hier irgendwas? Ich weiß es schon nicht mehr. Würde mich interessieren jetzt an dem Strand hier, ob hier noch was war, was ich gebräuchten könnte. Deswegen gehen wir jetzt mal hier einfach kurz mal lang spaziert. Da war nichts, bin mir sicher. Da war ein Gegner. Ach, scheiß drauf, kein Bock dahin zu gehen, da war sicherlich nichts. Was sollte ich da auch schon brauchen? Okay, jetzt kann ich Residium haben. Jetzt weiß ich, warum diese ganzen Dinger da gefunkelt haben. Also hätte ich eigentlich, bis dato hat sich das ganze Gesuche nicht gelohnt. Hätte ich gerne früher gewusst. Aber jetzt lohnt sich das ja erst, wenn ich die Sachen behalten kann. Na gut, gehen wir mal zurück. Ist hier noch was? Nein. Nur Munition, freue ich mich. Hab's, bin voll. Wie geht's halt? Ah, das Wasser ist schon mal sehr kalt, okay. Okay, perfekt. Mini-Cold. Junior? Na, das klingt mal nach was. Cold Junior? Zu selbstbezogen. Cold der Zweite. Ja, Cold 2! Cold hoch 2! Warum benenne ich diese Waffe nach mir? Gute Frage, nächste Frage. Und die Tafel in die Hand. Oh! Bis in die Tunnel kommen. Twitch der Zeitverfall. Ah, hab die Tafel jetzt gar nicht aufgenommen, oder? Du hast überlebt. Super. Anna, ich habe hat scheiße wehgetan, aber es hat funktioniert. Ich muss noch mehr Residuum ernten, um meine Ausrüstung damit anzureichern. Okay. Dr. Evans konnte dir nicht das Wasser reichen. Das ist schon mal ein guter Anfang.
Erst verfügst du über die Kraft des Anreichungs und baust, wenn du kleine Maschine nicht sammle Residuum von Hand und reiche oder gehst damit an, wenn du genug Residuum dafür hast. Ernte Residuum von schimmernden Besucherobjekten, die auf ganz Blicke verschalten und konkurrierten Visionären. Kehrst du mit Reprise zurück, dann bleibt dein Residuum dort liegen. Kehrst du mit Reprise. Achso, wenn du gestorben bist, wenn du deine Überreste findest, kannst du aus ihnen dein Residuum bären. Wähle das für den Cursor aus, okay. Wähle das für den Cursor aus, um mit dem Anreicher von Gegenständen zu beginnen. Ein paar Besucherobjekte findet heute am Strand. Du kannst also jeden Loop mit etwas Residuum beginnen. Es ist allerdings nicht genug, um deine Waffe anzureichern. Zum Glück lässt sich das ändern. Viele Gegenstände erhalten Residuum und du kannst sie opfern, um es zu ernten. Wähle mit dem Cursor Waffensiegel aus. Das Opfern des Sturzsiffers verschafft dir genug Residuum, um Lymph 10 anzureichern. Keine Sorge, alles, was Kurt am Strand findet, anstatt des Sturzsiffers, kehrt am Anfang des Loops in dein Arsenal zurück. Wähle den Cursor mit dem Sturzsiffer-Siegel und halte viel gedrückt, um es zu opfern. Ausbeut durch Opfern. 2000. Sobald der Gegner ausgewählt ist, bestimmst du das Opfern, indem du Cursor weiterhin bewegst und X gedrückt hältst. Du hast genug Residuum, um die Lymph 10 anzureichern. Wähle Waffen aus. Bewege deinen Cursor über dem 10 und halt X zurück, um den Anreichern auszuwählen. Durch den Kreis. Du hast nur die Wachtanreichung und kannst mit deinem ganzen Arsenal von Waffen, Siegeln und Tafeln aufzuhalten, dass der vernichtenden Wirkung des Loops widersteht. Vor allem die Tafeln verschaffen dir mächtige übernatürliche Fähigkeiten, zum Beispiel Teleportation oder unglaubliche Stärke. Benji besaß keine Tafel, aber die meisten Visionäre haben welche. Töte Visionäre und nimm ihre Tafeln ab. Okay. Fragst du dich, was das nächste tun willst, den Hinweis nach Bitsprung du entdeckt hast. Noch mehr Tafeln willst, nimm dir Charlie Montag vor das Teleporte schnell an andere Orte bringen. Eure Ressourcen mit Harriet Moss, deren Nexus-Gegner verbindet. Was mit einem passiert, passiert mit allen. Während deiner Erkundung von Blackbeard findest du Zahl aus Jahren Kurzspuren an und in den verschiedenen Tageszeiten. Diese Entdeckungen werden hier gesammelt. Viele Entdeckungen können über Hinweise verfolgt werden. Das Aufwand nutzen von Deckung ist elementar für die erforderliche Konfrontation mit Blackbeard in dem Loop. Der KBF ist dir zu lesen! Nicht vergessen, dass ihr in der Tageszeit verschiedene Möglichkeiten Bedrohung parat und Aktionen während der Tageszeit können später Tageszeit Memphis auf einem Platz, der am Morgen leer ist, kann man nach einer Dankvoller Konzertstamme vorsehen, dass keine größeren Ereignisse in die Festivitäten durchkreuzen und nun steht deine Erkundung von Blackbeard nicht mehr im Weg. Aber lass Vorsicht weit, andere Spieler können zu Julian in dein Spiel eindringen und dich daran hindern, den Loop zu brechen. Du kannst wahrscheinlich auch andere Spieler in dein Loop eindringen können oder nicht. Viel Erfolg daraus und denk dann immer, auf Blackbeard ist der Tod nichts, was dich dauerhaft am Leben hält. Puh, okay. Stell hier deine Ausnahme, das. Digga, ist okay jetzt, Alter. Wow! So. Die Limp habe ich jetzt angereichert. Wenn ich jetzt auf Anreichern drücke, man halt die Fresse jetzt hier endlich. Ah ja, wenn ich das hier opfere, kriege ich 2000, ansonsten 8000. Und der Vierfinder. Halt's Maul, ey. Okay. Okay. Oh, die habe ich jetzt abgelegt, aber ich habe die ja jetzt angereichert oder nicht? Wieso erklärt er mir denn alles doppelt und zehnfach? So. Anreichung abgeschlossen, hier geht's weiter, perfekt. Ah ja. So, ich will die Knarre wieder haben, die war geil. Stärker zu zweit geschieht am Mittag. So.
Oh, jetzt hol ich mir meine Knifte hier endlich mal. Und da muss ich dann bis Ende des Loops genug haben, um dann zu sichern und zu behalten. Habe ich verstanden, glaube ich. Hey, Jill. Ich habe eine Waffe angereichert. Das geht auch mit Siegeln. Das geht auch mit Tafeln. Aha, komm zum Punkt. Nein. Ich weiß jetzt, wie man Sachen anreichert. Meinst du, das ist was Neues? Benji hatte das an Tag 7 raus. Warum wusste ich davon noch nichts? Frag doch mal dein Gedächtnis. Erinnerungen sind so flüchtig, manchmal ver... Wie du es hier aushältst. Weil's einfach so cool ist. Das ist der einzige coole Ort in einer echt beschissenen Welt. Irgendwann siehst du das auch. Ich sehe nur, dass ich diesen scheiß Loop bald brechen werde. Du siehst es immer irgendwann ein. Und dann wird's erst richtig lustig. Schwuppdiwupp. Dein Genick ist kaputt. Wow, das war ziemlich laut. Was? Ich sagte dir jetzt... Was ist du? Mist. Du verdirbst allen die Laune. So. Decken, nachladen. Mist! Muss nachladen! Hab ich dir. Stirb doch mal! Gut. So, sehr gut. Ah, ich kann das auch durch die Wandseite halten. Naja, das war früher gewusst. Okay. Was war die Knarre hier mit? Hier ist so ein Ding. 1052, das ist ja gut. Hier ist Leben. Na, langsam verstehe ich das Spiel, denke ich. Mir geht's gut genug. Nehmen wir auch mit die Wumme. Okay. Was ist hier oben? Den Doppelsprung kriege ich ja immer wieder. Ich habe immer noch mal dann 2000. Hier, ich höre was blubbern. Sag ich doch. Nochmal 200.000, sehr gut. Brauche ich nicht. Alles voll. Gut, perfekt. Jetzt kann ich alle hier töten und. Oh, au! Das hat wehgetan. Sei vielleicht nicht so laut. Geil, jetzt wird das ganze Residium. Das ist ja sehr interessant, was ich hier ausgedacht habe, muss ich sagen. Oh fuck, jetzt habe ich hier Flasche aus den aufgehoben. Okay. Leben brauche ich. Jetzt bin ich voll. So, ich knall jetzt alle nacheinander einfach ab, Alter. Trick 17. Ich frage mich, wie es ist, wenn ein anderer Spieler reinjoint auf einmal und auf einmal ist so ein Killer hier. Das ist ja. Tribunal. Okay. Leben. Magazin ist voll. Sehr interessant gemacht, das Spiel. Sehr interessant. Ich könnte irgendwie hier mich reinhacken, wa? Perfekt. Haben wir alles? Hier kann ich Flasche Feuerwerk zünden, brauche ich nicht.
Irgendwas blubbert doch hier wieder so komisch, oder? Leben ist eh voll. Geht's hier lang? Geht's wieder raus? Antenne Y, okay. Unlockiert die Türen. Auf Erkundungstour. Er macht eine Spätschicht, okay. Ich weiß gar nicht, ob hier was drin war. Doch die Knarre da, glaube ich. Oh. Ich muss eh gleich ganz recht töten, bitte ich. Bin nicht das Ding gelassen. Schmutz. Was? Ich sehe es. Kurzer Prozess. Ah ja, hier gibt's noch was. Das nehmen wir mit. Natürlich. Schön in seinen Kopf gehabt. Oben ist noch einer. Den schnapp ich mir noch. Zack. Super. Super, super. Pfeffermühle. Achso, kein Platz dafür. Jetzt kann ich mich hier reingehen und noch die Schütze deaktivieren. Und dann lass mich schon deaktivieren hier. Ich weiß nicht, ob ich was war. Ich gucke mir das jetzt einfach an und dann hole ich mir die Akimbus und dann. Jetzt kann ich mich der Scheißding hier angehen. Genau. Schnauze. Hier war aber nichts. Ist oben noch was gewesen? Ich dachte, hier kann ich irgendwas requirieren. Die Knarre will ich einfach mitnehmen. Die ist gut, die Limp. Neue Nachrichten. Aber wir spielen das natürlich. So, perfekt. Ich hab ja nicht mehr der Party fassen werden. Egal, glaubt, dass es seinerseits sterben wird. Wenn die Weihrechte sich ihres Ausrüstung vor Vandalen zu schützen. Ach, diese Felddinger waren hier, ja. Naja, was soll man. Ich will jetzt die Knarren hier holen. Wo? Wo? Perfekt. Da waren so viele Geräusche voneinander. Oh, bin ich auch voll. Ja, da war das Ding, aber ich habe die Batterien ja gebraucht. Ergo, ich muss erstmal die Batterien hier mitnehmen. Und die gab es hier, weiß ich. Oder auch hier. Aber gibt es keine. So, ausschalten. Okay. Nehmen wir mit. So ein Siegel. Da ist auch noch was auf dem Boden. Das kann ich ja vielleicht in die Waffen reinmachen. Und dann. Dann schießt sie alle. In die Waffen reinmachen.
Vielleicht bald ich die auch dann. So, was war hier? Ah ja, hier ist ein Ding zum Halten. Sehr gut. Oh, oh. Bei dieser Superwaffe, die wird sicherlich einiges. Oh, hier. Okay, jetzt kenne ich die drei Gründer. Oh, der bringt den Typen da wieder um, war. Ich hatte gehofft, heute schon einige wissenschaftliche Tests durchführen zu können. Kein Aufschalter. Hier unten geht ein richtiges Energiegewitter an. So. Jetzt kann ich mich zurück, da habe ich schon mal die erste Batterie. Ich muss schon noch einmal zurückrennen. Oh, hier ist ja was da. Perfekt. Ey, krass, wie viel Residuum hier ist. Nur ein toter Wissenschaftler. Ah, hier ist so ein leeres Ding jetzt. Okay. Nachschubdepot. Hier bin ich jetzt, super. Die ist voll. Hier war eine. So machen wir auch hier rein. Und da fehlt mir nur eine, wa? Ich würde auch gerne hier reingehen, aber keine Ahnung wie. Also solche glaube ich auch gar nicht. Ich werde hier Knöpfchen drücken. Kann ich hier rein? Ha, da ist also auch irgendwas. Das, die Welt wird ja so immer neu und anders und man entdeckt immer noch was. Krass. Wirklich. Sehr cool. Achso, jetzt hat sich keine leere Batterie. Ich habe die da liegen lassen, wa? Na egal. Ich könnte jetzt eigentlich hier abschlachten noch. Wir sind ein bisschen im Residium. Ich pirsch mich an, ich pirsch mich an. Ach, Mann, das mal Heter. Oh. Und zap drap. Ist hier noch irgendwo was? Eine scheiß Knifte. Das habe ich ja gemacht. Also nicht so aus, war. Wenn ich mal die nächste Batterie mit. Ne, sieht alles nicht so aus. Okay. Mann. Außer Kontrolle, außer Kontrolle, außer Kontrolle. So, jetzt sprinten wir zurück. Machen das letzte, die letzte Batterie hier rein. Und dann schick. Ist hier irgendwas? Nee. Was ist denn das? Ist das ich, also ich kenne die Geräusche noch nicht ganz so. Aber wahrscheinlich ist das einfach nur die Dings gewesen. Weißt du? Nicht Ampel, sondern Kamera. Kamera. Da oben ist auch eine Tür. Der läuft so lustig mit dem Ding in der Hand. Keine Energie, keine Party. Party, Energie. Oh! 9000 habe ich jetzt. Und jetzt habe ich die Wummen. Also. Achso. Habe ich die Waffen, sehr gut. Ja, irgendwie kannst du ja nach rechts rein, bloß.
Ob die Tür jetzt dann mittlerweile aufgeht, ist ein Versuch da zu gucken. Scheiß Ding. Egal, brauche ich nicht. Aber hatte ich vorher auch schon 60 oder waren es weniger? Achso, ich werde die Tür noch oben checken. Ah, warte, hier war da ausführlich was gewesen, wa? Habe ich mir zumindest von vorhin gemerkt. Nicht? Okay, hat sich wohl geändert. Mir war so, als wenn hier auch noch irgendwas zum Scannen war. Von vorhin. Aber vielleicht ist hier noch was drin. Ah, hier komme ich wieder raus, wa? Ja, okay. Hier war ich ja auch schon gewesen. Kann ich nicht einfach jetzt außen rum rennen? Da bin ich ja noch was. Schau mal hier. Da ist immer zum Kaputt treten, hier war ich noch nicht. Hotel Venji. Kann er was mitbekommen? Gut. Ja, gut, da geht's zu Venge, da will ich ja nicht hin. Geh außen rum. Moment mal. Ich muss hier lang, ja, stimmt. Oh, und dann haben wir das Level auch geschafft und wir haben die Knifte wieder. Das kann ich aber endlich. Aber. Achso, ja, nee, hier war ich auch schon drin. Stimmt. Was auch interessant aus war. Was ist das hier? Ist das jetzt der zweite Eingang oder ist das irgendwas anderes? Nächster Zeit Eingang, okay. Ist aber nichts mehr. Da 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 da. Ist auch nichts mehr, schade. Wenn ich für die andere 8000 brauche, dann brauche ich wahrscheinlich für die 12, 10, 15.000. Du bist in die Tunnel gekommen, sehr gut. Mein Meldung bei Spielserver. Du hast überlebt. In der Liste an die Waffenkomplex aufgesprengt. Vielleicht finde ich dort eine Waffe, die ich anreichern kann. Die Waffen kann man nachschauen, das mit ihren Rattenmal. Wir sind alle Ewigkeit zu sammeln, selbst wenn wir getrennt sind. Muss ich die also nicht verbessern? Oder? Doch, muss ich. 100 Pro. So, jetzt ist es Nachmittag. Ausrüstung. Bei gleichzeitig einer zwei Waffen zu steuern, der Schuss ist leicht verringert. Händchen für Mechanik, Bündelgeschütze und Nullifizier in der Nähe sind nach oben tödlicher. Ist die schneller und irgendwann eine ganz zügige Waffe. Also ich kann erstmal alles ausrüsten. Die Waffe. Waffenziege? Warte mal kurz. Das ist jetzt mir gerade irgendwie. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt gerade ein Grafikfehler. Hallo!
Habe ich jetzt den Grafikfehler gebrochen? Nein, habe ich nicht. Oh nee, ey, was ist denn das jetzt hier? Jetzt auf den letzten. Ja, ich will jetzt. Es passiert gerade gar nichts mehr. Okay, ich kann gerade nichts mehr machen. Sehr schade. Okay, naja, okay, dann soll das erstmal jetzt hier das erste für den zweiten Teil gewesen sein. Wir sind jetzt schon wieder bei fast 2 Stunden. Dann sollte das mal reichen. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.